Ey, das ist ja, das ist wie Weihnachten, oder? Das ist wie Weihnachten. So ein wahnsinnig geniales Fleisch. Ein Ribeye. Bester Qualität, ja? Das wird gepfeffert, gesalzen. Und jetzt wird dieses unfassbar schöne Steak, ja? Schau es mal an, ey. In die Pfanne gelegt und zwar mit wenig Öl, ja? Also das ist vielleicht so ein Esslöffel. Mehr kommt da nicht rein. Und jetzt vielleicht so eine Minute anbraten lassen, ja? Dass es eine schöne Farbe hat. Und nicht maximale Temperatur. Meine Freundin, keine Maximaltemperatur. Nicht anbraten, bis der Arzt kommt. Das ist Quatsch. Dann irgendjemand hat das mal gesagt. Stimmt aber nicht. Schön mit Gefühl, ja? Also wenn man Stufe 0 bis 10 hat, vielleicht auch Stufe 7, Stufe 8. Das reicht vollkommen. So, und wenn das Fleisch Farbe hat, dann wird es umgedreht. Gut. Okay. Jetzt schau, so schöne Zutaten, so schöne Zutaten. Fangen wir mal mit der roten Zwiebel an. Ja? Eine Zwiebel wird folgendermaßen geschält. Die Wurzel, die kommt nur so ein bisschen weg und an der Wurzel wird dann die Zwiebel geschält. Jetzt hat man den großen Vorteil, dass die Wurzel die Zwiebel zusammenhält. Okay? Also, das ist so das kleine 1x1 des Zwiebelschälens. So, und wenn die geschält ist, dann schaut mal her, dann wird die halbiert und zwar inmitten der Wurzel. Seht ihr die Wurzel? Inmitten der Wurzel. Dann nochmal, hier ist die Wurzel, nochmal halbiert. So, und jetzt mache ich das immer so, dass ich die einzelnen Löffel so abteile. So, und dann vielleicht die Zwiebel nochmal der Länge nach in so kleine Stücke teilen. So, aber vorher kommt das Fleisch jetzt bei 80 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Okay, nochmal wenden, zack. 80 Grad Ober- und Unterhitze, 15 Minuten. Minuten sind vorbei, meine Lieben. Perfekt, schönes, leckeres, geniales Fleisch. So, zurück zu den Zwiebeln. Ja, wir haben ja gesagt, schneiden wir in solche Ecken oder Spalten. Und die brauche ich jetzt gleich. So, dann ein Ei von glücklichen Hühnern. Und das sind so Kleinigkeiten. Schaut mal das Ei an. Das ist wirklich wachsweich, also nicht so dumm hart gekocht, sondern richtig schön vorsichtig und mit Gefühl. Jetzt zum Tagliata. Also einen schönen Teller. Und dann mit der Rucola, sagt schon mal, ja, geil, war richtig schön. Kann man ja überall mittlerweile kaufen, auch schon geputzt. Ja. Ich kaufe den auch immer geputzt. Ja. Kein so großer Akt. Zu dem Rucola kommen ein paar Mozzarella-Kügelchen. Ein paar Kapern, die frischen, knackigen, roten Zwiebeln, unser lecker Ei, dann ja, kommen noch ein paar Tomaten dazu. Kein großer Akt, gell? So, und dann, was ich gern mag, ich bin ja so ein Frischkäsefreund. Also so ein Doppelrahmen-Frischkäse. Und dieser Doppelrahmen-Frischkäse, wie gesagt, also ich liebe den einfach. Und deswegen gebe ich da so kleine, freundliche Flöckchen dazu. Schön. Das ist also viel besseres Sommergericht kann es nicht geben. Und hier meine zwei Hauptakteure. Ja. Einmal ein saumäßig gutes Olivenöl, eigentlich das Beste, was es gibt. Wirklich ein absolutes Premiumöl. Und einen reduzierten Balsamico-Essig. Und dieser Balsamico-Essig ist in einem Kupferkessel, also der Most ist in einem Kupferkessel eingekocht und hat 3 Jahre gelagert. Ihr müsst mal schauen, wie schön dieser Essig dann läuft. Aber erst das Öl. Oh, andächtig. Und dann mein Essig. Da redet keiner was. So, jetzt einmal zu mir. Das Fleisch. Okay, Achtung. Dünn aufschneiden. Wow. Seht ihr das? Saftig. Perfekt gegart.
mit meinem Sägeschatten ist er geschnitten. Und jetzt kommt es hier drauf. Oben noch ein bisschen Salz. Was soll ich sagen? Das ist an Gesundheit nicht zu überbieten, das ist an Geschmack nicht zu überbieten und das hat man absolut rucki-zucki, also absolut rucki-zucki, so Hensis Tagliata für den Sommer. Feierabend Blitzrezepte, meine Lieben, Nachkochen, ich zähle auf euch, postet ruhig mal ein Foto zwischen beiden, dass ich sehe, wie es gelungen ist. Alright? Hasta luego, muchachos.